Heute geht es um einen Dampfzug. Und es geht um einen Zug, der mit einer E-Lok bespannt ist. Hallo liebe Eisenbahnfreunde und damit herzlich willkommen hier bei Dreimal Oberfranken. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist vielleicht heute ein etwas komischer Filmtitel, Dampf und Strom. Aber liebe Eisenbahnfreunde, bei mir ist es manchmal so, mir fällt irgendwie ganz spontan etwas ein und das möchte ich dann umsetzen. Am Samstag, den 7. September 2024, waren wir mal wieder beim RE2 zwischen Hof und Regensburg unterwegs. Und auf der Rückfahrt haben wir in Neumarkt-Wirsberg vorbeigeschaut. Neumarkt-Wirsberg, ihr kennt es bestimmt, da ist das Deutsche Dampflokmuseum. An diesem Samstag war dort die 001 180 zu Gast. Die 01 aus Nördlingen hat einen Sonderzug zum Dampflokmuseum gebracht und ist am Abend wieder zurückgefahren. Die 001 180 ist quasi in ihre alte Heimat nach Oberfranken zurückgekehrt. Sie ist ja früher oft auf der Strecke auch zwischen Hof und Bamberg gefahren und so wurden wirklich Erinnerungen an alte Zeiten wach. Ja, aber was heißt alte Zeiten? Ich bin zwar alt, aber so alt auch wieder nicht. Ich kann mich noch an die 01 bei uns in Lichtenfels erinnern. Ich muss ehrlich sagen, als kleiner Steppke habe ich da mehr Angst vor diesen Ungetümen gehabt als Begeisterung. Das hat sich dann auch so ein bisschen fortgeführt in der weiteren Eisenbahnfreundezeit. Dampfloks waren nie so meine absoluten Lieblinge, aber der Samstag, der 7. September, der war schon toll, wie man da nochmal so eine 01 oder in dem Fall die 001 180 so live vor sich stehen hatte, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und so habe ich mir gedacht, holst du doch mal wieder so eine 01 aus der Vitrine heraus. Dampf hatten wir ja schon lange nicht mehr hier bei Dreimal Oberfranken. Und ja, ich wollte einfach mal jetzt so einen Zug nachstellen. Jetzt nicht diesen Museumszug, sondern einfach einen Zug, so wie er damals auch gefahren sein könnte. Ich habe eine Neubau 01 jetzt hier stehen auf Gleis 11. Das ist ein gutes altes Rokomodell. Im Anschluss gibt es dann die Live-Videoaufnahmen aus Neumarkt-Wirsberg. Ihr seht also den Dampfzug und die Dampflok dann beim Vorbild. Und ja, ich habe mir gedacht, es wird vielleicht trotzdem ein bisschen kurz für einen Film, den ihr so gewohnt seid bei Dreimal Oberfranken. Und wir hatten ja letztens die 218-125 in orientroter Farbgebung. Und in dem Zusammenhang gab es ja auch den in der Regio. Und was mir schon immer ganz gut gefallen hat, passt zwar von den Produktmanagern bei der Deutschen Bundesbahn damals, die haben sich wahrscheinlich die Haare gesträubt, aber mir hat es immer ganz gut gefallen, wenn so einen in der Regio eine blaue 110 befördert hat. Ja, und das hat mich einfach gereizt. Spontan habe ich eine blaue Kastenzehner drauf gemacht vor dem in der Regio und die Aufnahmen habe ich mir gedacht, nee, die enthalte ich euch nicht vor. Die gibt es dann quasi im zweiten Teil. So wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Dampf und Strom hier bei Dreimal Oberfranken. Ja, wie gesagt, das ist ein schon etwas älteres Rokomodell. Das ist auch noch analog. Ich musste also jetzt die Anlage umschalten. Analog heißt auch hier kein Sound, aber ich muss es nicht entschuldigen, weil es gehört einfach dazu. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß jetzt.
mit der Fahrt der 01. Die Lok fährt also jetzt, wie ihr es schon öfters hier gesehen habt, aufs Gleisvorfeld hinaus. Das ist natürlich auch ein schöner Grund, mal wieder die 110.001 einzusetzen. Auch dieses Modell ist noch ohne Sound. Nachdem die analoge 01 den Bahnhof verlassen hat, wollen wir doch noch etwas digitalen Sound hören in Form der 211, die mit dem Nahverkehrszug jetzt ausfahren wird. Ich darf mich schon von Nürnberg verabschieden, liebe Eisenbahnfreunde. Es folgt im Anschluss, wie bereits erwähnt, der Film vom Original der 001 180.
halt schwierig. Und bei Lastwerk, wenn man plötzlich einen Halt kommt, also ein paar hundert Menschen kann man halt machen. Und dann kann man auch einfach machen. Ja, mit Gas und Weg. Das macht die Gas. Und damit herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde, zum zweiten Teil des Videos hier in Nürnberg. Und da sehen wir die besagte 110-148. Sie ist gerade angekommen mit einem Schnellzug oder mit einem Eilzug.
Liebe Eisenbahnfreunde, das ist genau die Bespannung, die mir so in den Kopf gegangen ist. Ganz spontan eine blaue Kastenzehner vor eben diesen in der Regio. Für mich eine sehr schöne Kombination. Und ja, ich habe gedacht, wie gesagt, ich mache da einen Film draus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Ausfahrt. Es
folgen noch ein paar Vorbildaufnahmen von blauen Kastenzähnern und dann geht es nochmal rüber nach Michelau. Liebe Eisenbahnfreunde, und damit endet das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Like, über ein Abo und ich freue mich über jeden Kommentar. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal hier bei 3x Oberfranken.